Tanja und wir schauen uns heute eine weitere Anime-Geschichte an und zwar Ich wurde zu einem echten Zombie. Bevor ich es vergesse, wir haben neuen Merch, beziehungsweise ich habe jetzt ein wunderschönes Pretty-Katzen-Design. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, dann schaut gerne in meinem Merch-Shop vorbei, hier unter diesem Link oder im ersten Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, let's go! Hallo zusammen, mein Name ist Charlie. Hallo Charlie! Ich habe immer versucht, Gutes zu tun. Besonders dann, wenn es um meine Liebsten ging. Aber eines Tages ist mir etwas passiert, das mir klar gemacht hat. Weil ich jemand anderen gerettet habe, habe ich alles nur noch schlimmer gemacht. Okay. Wollt ihr meine verrückte Geschichte hören? Ich will deine verrückte Geschichte hören, Charlie, let's go, hit me. Vor ein paar Jahren haben meine kleine Schwester Ruby und ich unsere Eltern verloren. No. Weil wir nur noch unsere Großmutter hatten, sind wir zu ihr gezogen, um bei ihr zu leben. Sie war schon alt und es war schwer für sie, sich um uns zu kümmern. Sie saß den ganzen Tag vor dem Fernseher. Und so waren Ruby und ich auf uns allein Großmutterdinge. In dieser Zeit ging ich aufs College und begann ernsthaft über unsere Zukunft nachzudenken. Schließlich war ich jetzt praktisch Rubys einziger Verwandter. Ich war für sie verantwortlich. I don't think so. Wie alt ist deine Schwester? Die sah relativ erwachsen aus. Geht die nicht auch aufs College? Ich meine, ab dem Alter ist man doch so ein bisschen für sich selber verantwortlich. Aber ich meine, sie wird ja trotzdem klarkommen, schätze ich mal. Und ihre Oma ist ja auch noch da. Also nahm ich es auf mich, sie zu erziehen. Und das war schwierig. Okay, die scheint echt jünger zu sein. Seit dem Tod unserer Eltern nahm sich Ruby oft daneben. Aber die sieht halt aus wie mindestens 18. War oft unhöflich und gab sich mit allen möglichen komischen Leuten ab. Es war nur natürlich, dass sie irgendwann in große Schwierigkeiten geraten würde. Ist das so? Eines Tages hing sie wieder einmal mit ein paar Rowdies herum und beschädigte ein sehr teures Auto von irgendjemandem. Ihre Freunde sind vom Tatort weggerannt und meine Schwester wurde von der Polizei verhaftet. Mit ein paar Rowdies hingen sie rum. Und in einem Heim für jugendliche Straftäter untergebracht. What? Mir wurde gesagt, wenn wir nicht innerhalb einer Woche mit dem Besitzer des Autos abrechnen würden, dann würde man meine Schwester in eine Pflegefamilie stecken. Das konnte ich nicht zulassen. What? Auch wenn Ruby eine furchtbare Unruhestifterin war. Sie war doch meine Schwester. Also überlegte ich sofort, wie ich das Geld auftreiben konnte. Das, okay, natürlich, das sah aus wie ein Lamborghini. Das kostet dich locker 300.000 Mäuse Minimum. Wie willst du das denn herholen? Wo hast du das Geld her? Ich hatte meine Großmutter keins. Also habe ich mich an meinen Freund vom College, Edwin, gewandt. Ich erzählte ihm von meinen Problemen und bat ihn, mir den benötigten Betrag zu leihen. Also selbst wenn du nicht das ganze neue Auto bezahlen musst, ja, weil das, aber das sah aus wie ein Totalschaden. Sorry, Kumpel, ich bin selbst pleite, sagte Edwin entschuldigend. Ich hatte keine guten Einfälle mehr. Ja, so viel mehr. Geld hast du so nicht. So schnell würde ich keinen Job finden. Das ist kein Geld, was du von deinen Freunden leihen kannst. Und wir hatten nur noch eine Woche Zeit. Was sollte ich tun? Und dann sagte mir mein Freund, dass es eine Möglichkeit gäbe, schnell und ehrlich etwas Geld zu verdienen. Schnell er sagte, und ehrlich. Dass er im Jahr zuvor auch Trinkgeld gebraucht hätte. Also ist er zu einem pharmazeutischen Labor gegangen, oh, das neue Medikamente an Freiwilligen testete. Okay, aber nicht. Auch das, da kriegst du 3.000 bis 5.000, wenn du Glück hast, 5.000, 6.000 für so einen Medikamententest. Das reicht nie und nimmer! Sicher, aber es wurde gut bezahlt. Und es war möglich, in nur einer Woche gutes Geld zu verdienen. Auch das ist falsch, weil die Dinge gehen meistens über lange, lange Zeit, ja, weil das Langzeittests sind. Das heißt, die, wo du tatsächlich viel Geld für bekommst, wo du so 5.000, 6.000, die ich gerade erwähnt habe, bekommst, die dauern mindestens so ein halbes Jahr, wo du dann irgendwie x-mal irgendwo hinfahren musst und dir dann halt Sachen spritzen lässt oder was auch immer. Und dann testen die halt die Langzeitergebnisse in so einer relativ großen Testgruppe. Das ist tun. Meiner Schwester zuliebe war ich bereit, mich auf Experimente einzulassen, solange sie mir nicht aus weggenommen würde. Also bat ich Edwin sofort, mich mit dem Labor in Verbindung zu setzen. Er rief dort an und man sagte mir, ich soll in einer Stunde zu einem Vorstellungsgespräch kommen. Im Labor kam ein Mann in spezieller Kleidung, um mich zu begrüßen. Er sagte, Hallo? Sein Name sei Dr. Cooper und er sei der Verantwortliche. Er machte schnell alle notwendigen Tests und sagte, dass ich gesund genug sei, um an einem Test für ein neues Medikament teilzunehmen, das vielen Menschen helfen könnte. Du brauchst meistens für so Medikamententests die Leute mit diesen Krankheiten, ja? Wenn du Migräne hast, dann brauchst du für einen Test, für ein Migräne-Medikament, Leute, die tatsächlich Migräne haben, damit du die nehmen kannst, damit du gucken kannst, ob das Medikament wirkt. Ich wollte nur schnell das Geld verdienen und Ruby aus dem Waisenhaus holen. Dr. Cooper erklärte mir die Regeln. Ich musste jeden Tag ins Labor kommen,
dort meine Medizin einnehmen und dann nach Hause gehen. Vor allem, okay, sorry, aber die Oma ist nicht gestorben, oder? Warum ins Waisenhaus? Die können doch bei ihrer Oma wohnen. Also selbst wenn Leute was machen, ja, dann sitzt sie da vielleicht, macht ein bisschen, keine Ahnung, Freiwilligendienst oder geht im schlimmsten Fall in so eine Jugendstrafanstalt. Aber nie im Leben kommt sie in eine Pflegefamilie, weil sie hat doch noch Verwandte, die leben. Du reißt nicht einfach Kinder aus ihren Familien, nur weil du sagst, die haben was falsch gemacht. Das machst du einfach nicht. Und im Bett liegen. Ich konnte nirgendwo hingehen. Ich musste den ganzen Tag herumliegen und in einem speziellen Fragebogen aufschreiben, wie ich mich fühlte. Wenn ich alles richtig machte, würde es mir gut gehen und in einer Woche würde ich das Geld bekommen, das ich brauchte. So wurde ich zur Testperson in diesem pharmazeutischen Labor. Aber glaubt ihr, ich hätte ihre Regeln befolgt? Natürlich nicht. Warum nicht? Ich konnte mir einfach nicht leisten, den ganen Tag im Bett zu liegen. Morgens ging ich zur Uni. Danach ging ich ins Labor, um die Medizin zu bekommen. Und abends rannte ich zum Waisenhaus, um Ruby zu sehen. Das ich sah, wie schwer sie es dort hatte. Und sie bat mich immer wieder, sie so schnell wie möglich nach Hause zu bringen. Ich versprach meiner Schwester, dass bald alles vorbei sein würde und sie frei sein würde. Natürlich fing ich nach ein paar Tagen an, wie ein Zombie auszusehen. Ich hatte dunkle Augenringe. Ist das natürlich? Fühlte mich die ganze Zeit schläfrig und fiel oft hin, weil meine Beine wackelig waren. Jeder, der mich im College sah, scheute vor mich zurück. Als wäre ich ein echter, wandelnder Toter. Warum? Ich konnte mich überhaupt nicht auf den Unterricht konzentrieren und fing an, schlechte Noten bei Klausuren zu bekommen. Du hast den Zeitraum von einer Woche. Du fängst nicht an, schlechte Noten zu bekommen, weil du schreibst nicht ständig Klausur. Es geht nicht. Selbst wenn du an dem Tag eine Klausur geschrieben hast, wisst ihr, wie lange ihr in der Uni darauf warten müsst, dass ihr eine Klausur zurückkriegt? Warum? Leute, es tut mir Leute, die diese Geschichten machen, ja, heuert mich an. Ich kann euch helfen. Was ist denn das für ein Quark? Mann! Pausen nahm ich meinen Freund zur Seite, fragte mit ängstlicher Stimme, hey, Charlie, geht's dir gut? Ich musste zugeben, dass ich einfach erschöpft war von allem, was in den letzten Tagen in meinem Leben passiert war. Ich meine, du verpasst im schlimmsten Fall, hast du 3-4 Tage Uni verpasst. Da kannst du auch einfach zu Hause liegen, das machst du ja auch, wenn du krank bist. Mann! Wie ich es sollte und die Medizin testete, die Dr. Cooper mir gegeben hatte. Ich sagte meinem Freund, dass ich einfach nicht die Zeit hatte, den ganzen Tag nichts zu tun. Ich schrieb einfach das Erste, was mir in den Sinn kam, in den Fragebogen, den sie mir im Labor gegeben hatten. Also lügst du Dr. Cooper einfach an. Das kannst du nicht tun, sagte Edwin. Er fügte hinzu, dass ich ins Labor gehen und alles gestehen sollte, weil ich gegen die Regeln verstoßen hatte. Dann kriegt er kein Geld. Und die Ergebnisse am Ende ganz falsch herauskommen würden. Ich wurde wütend und sagte Edwin, er solle verschwinden. Ich brauchte das Geld, um meine Schwester zu retten. Ja, und die Leute geben dir das Geld nur, weil du einen Medikamententest teilnimmst, der Leuten helfen soll. Aber so verfälschst du alle Ergebnisse. Und dumm auch noch. Weil das Geld reicht dir nicht mal. Es bringt nichts. Alles in dieser Geschichte. I'm sorry, ich will nicht ranten, aber ich habe das Gefühl, das passiert jedes Mal. Ja, aber ein paar Tage danach. Ich habe kein Mitleid mit ihm, ja? 0 von 10 Mitleid. Ich konnte kaum stehen oder denken. Es war unmöglich, zwischen einem echten Zombie und mir zu unterscheiden. Ich fing an, Probleme mit dem Studium zu haben, fiel durch einige Klausuren und war kurz davor, durch einige Klausuren zu fliegen. Aber ich war bereit, das zu ertragen, um Ruby zu retten. Am Abend ging ich zu ihrem Waisenhaus und mir wurde gesagt, dass die Zeit abgelaufen sei. Wenn ich nicht bis zum nächsten Tag den richtigen Betrag zahlte, würde ich meine Schwester nicht wiedersehen. Ruby hatte das Gespräch mit angehört und mich angefleht, sie da rauszuholen. Mach dir keine Sorgen, Schwesterherz. Es wird bald vorbei sein, tröstete ich sie. Danach rannte ich zum Labor. Ich musste das Geld holen, das mir versprochen worden war. Aber als ich dort ankam, wurde ich von einem wütenden Dr. Cooper empfangen. Der sagte, ich würde kein Geld von ihm bekommen. Ja, zu Recht. Passiert. Und warum? Ja, zu Recht, heraus, weil du dich an deine Regeln halten musst. Die Ergebnisse, die ich ihm gebracht hatte, besorgt war und meinen früheren Freund Edwin angerufen hatte. Nun erzählte Edwin Dr. Cooper, dass ich mich nicht an die Regeln gehalten und ihn angelogen hatte. Deshalb brach der Doktor unseren Deal ab und wollte mich nicht bezahlen. Natürlich war es meine eigene Schuld. Na klar. Ich konnte meine Schwester nicht verlassen oder das College abbrechen. Dude. Und jetzt hatte ich kein Geld mehr. Du verlässt deine Schwester nicht, die wird nicht aus Familien gerissen, ist eine Lüge. Und schon am nächsten Tag zu einer neuen Familie geschickt werden würde. Aber ich musste etwas tun. Hatte ich wirklich keine Wahl mehr. Ich war bereit, alles zu tun. Nachdem Dr. Cooper das Büro verlassen hatte, konnte ich nicht widerstehen, an seinen Safe zu gehen. Nein! Da war Geld drin. Warum war da Geld drin? Um die Strafe für das Auto zu bezahlen und Ruby aus dem Waisenhaus zu holen. Nein! Ohne groß zu überlegen, schnappte ich mir das Geld und rannte los. Ich wollte nur meine Schwester retten. Doch als ich im Waisenhaus ankam, war Ruby nicht mehr da. Das Fenster in ihrem Zimmer war offen.
Wie sich herausstellte, hatte sie nicht darauf gewartet, dass ich das Geld besorgen würde und entschied sich anscheinend dazu, einfach wegzulaufen. Ach, cooler Jump über den Stacheldrahtzaun. Um sie einzufangen. Ich schloss mich ihnen an. Wir rannten durch die Stadt und suchten nach meiner Schwester, aber sie war nirgends zu finden. Plötzlich rief einer der Wachen, da ist sie, komm da runter. Ich schaute auf und sah Ruby, die sich hoch oben in einem Baum vor uns versteckte. Sina Eichhörnchen, wie ist die da hochgeklettert? Wie ist die da hochgekommen? Sie sagte, dass ich das Geld bereits der Polizei gegeben hatte und dass sie in Sicherheit sei. Schließlich hörte meine Schwester auf mich und versuchte herunterzuklettern. Aber der Ast unter ihrem Fuß brach und sie fiel. Oh nein. Ich eilte, um sie aufzufangen, aber meine Schwester war bewusstlos. No! Was war los mit ihr? Wir riefen sofort einen Krankenwagen und brachten sie ins Krankenhaus. Während sie untersucht wurde, saß ich im Flur und wartete darauf, dass der Arzt mir Neuigkeiten überbringen würde. Nach einer Weile kam er heraus. Alle Rippen gebrochen. Und wusste, dass ich nicht gerne hören würde, was er zu sagen hatte. Er erzählte mir, dass die Dinge wirklich schlecht standen. Ruby hatte sich bei dem Sturz die Wirbelsäule verletzt und brauchte nun eine Operation und viele Medikamente. No! Aber was konnte ich tun? Sie war nicht krankenversichert und ich hatte schon alles Geld ausgegeben, was ich aufbringen konnte. Ich meine, ich weiß, dass die ganzen Geschichten wahrscheinlich aus Amerika kommen und dass es nicht auf Deutsch zu übersetzen ist. Aber du bist doch in Deutschland versichert. Immer. Immer. Nicht nur manchmal immer. Das ist Pflicht. Da bist du ja, hörte ich jemanden in diesem Moment sagen. Ich drehte mich um und sah, wie mich Dr. Cooper anstarrte. Ist auch einfach foolish, das Geld zu klauen. Dass ich Geld aus seinem Safe gestohlen hatte. Ja, na klar, was denkst du denn? Verdammt. Als hätte ich nicht schon genug Probleme. Oh, ich habe so kein Mitleid. Du bist so selber schuld an allem. Ich war völlig verzweifelt, als ich es nicht geschafft hatte, meine Schwester zu retten. Aber das war mir jetzt egal. Ich sagte Dr. Cooper ganz offen, dass ich das Geld nicht mehr hatte und es auch nicht mehr zurückbekommen würde. Anscheinend sah ich so resigniert aus, dass er nicht einmal mit mir schimpfte. Stattdessen setzte er sich mit mir hin und fragte mich, was los sei. Ich war so müde von dem, was in der letzten Woche passiert war, dass ich zusammenbrach und ihm alles erzählte. Und wisst ihr, was Dr. Cooper danach getan hatte? Er studierte die Krankengeschichte meiner Schwester und sagte, er würde mir helfen. No. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Dr. Cooper war MVP dieser Geschichte. Ist der einzige. Sie begann, Ruby zu behandeln. Boy. Zuerst wurde sie operiert und dann gaben sie ihr Medikamente. Habt ihr erraten, welche Medikamente genau? Richtig, die ich die ganze Woche über getestet hatte. Dank der Medikamente erholte sich meine Schwester schnell. Dr. Cooper hat nicht nur verziehen, dass ich ihn bestohlen hatte, sondern er hatte auch Rubys Behandlung bezahlt. Es gab also doch gute Menschen auf der Welt. Ein paar Monate vergingen. Dr. Cooper ist ein Heiliger. Meine Schwester erholte sich und ging wieder zur Schule. Ich erholte mich ebenfalls und sah nicht mehr aus wie ein Zombie. Natürlich musste ich die Klausuren, die ich nicht bestanden hatte, wiederholen. Aber wenigstens war ich jetzt nicht dabei, von der Uni zu fliegen. Ich versöhnte mich sogar mit Edwin. Du fliegst auch nicht von der Uni, nur weil du ein paar Klausuren nicht bestehst. Das ist den Leuten irre egal. Wenn du ein Fach nicht bestehst, machst du das Fach so lange, bis du es bestehst. Außer du bestehst dreimal nicht. Warum würdest du Klausuren schreiben, wenn du so krank bist? I don't know. Das ist Quatsch. Ich schreibe da eh nicht. Dr. Cooper verpfiffen hatte. Kurz gesagt, die Dinge sahen besser aus. Doch gerade als ich endlich zu glauben begann, dass uns niemand Ruby wegnehmen würde, geschah etwas völlig Unerwartetes. Dr. Cooper hatte sich wieder mit den falschen Leuten eingelassen. Alter, Ruby! Die Polizei hatte sie wieder einmal Ruby! Festgenommen. Ruby! Unglaublich. Sie war einfach unverbesserlich und wusste nicht zu schätzen, wie nett die Leute zu ihr waren. Als man mir sagte, ich müsse die Kaution für meine Schwester zahlen, fing ich an zu überlegen. Ich hatte kein Geld und ich würde es wieder irgendwo auftreiben müssen. Ruby! Aber würde Ruby es zu schätzen wissen? Vielleicht sollte ich einfach nichts tun? Glaubt ihr, das würde meine Schwester... No, I hate this. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neu auf dem Kanal seid, dann abonniert doch auch gerne. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.